Und wir steigen direkt ein in unsere Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung der Lehre. Und ich darf auf die Bühne bitten, Frau Prof. Dr. Monika Groß, Herrn Prof. Dr. Michael Jeckel, Philipp Schmidt, der Name ist heute schon ein paar Mal gefallen, setzen Sie sich einfach so um mich drumherum und lassen Sie vielleicht den äußersten Stuhl frei hier auf der linken Seite und natürlich unsere Studentin Frau Isabel Fries. Isabel, du darfst direkt neben mir Platz nehmen. Vielen Dank. Ich darf unsere Diskutanten kurz vorstellen. Frau Monika Groß, sie ist von Hause aus Biologin, Zellbiologin, wie ich gelesen habe. Sie ist Präsidentin der Beuth-Hochschule in Berlin, wo sie auch schon als Vizepräsidentin für Studium und Lehre aktiv gewesen ist. Und sie ist die HRK-Vizepräsidentin für digitale Infrastrukturen und als solche, glaube ich, besonders gut geeignet, uns die Perspektive der HRK auf die Frage der Digitalisierung von Hochschullehre näher zu bringen. Wir haben dann Frau Isabel Fries. Sie ist noch Studentin, jetzt aber im Master. Sie ist Soziologin, hat an der Zeppelin-Universität studiert und ist aber jetzt in Kopenhagen, wo sie ihren Master begonnen hat. Ihr akademisches Interesse gilt vor allem Themen wie Leadership, vor allem aber auch Digitalisierung und Social Entrepreneurship. Wir haben Herrn Michael Jeckel, Präsident der Hochschule Trier, von Hause aus der Universität Trier. Wir sagen ja immer Hochschulen, wenn wir über die Hochschulen sprechen, aber im Namen ist es dann doch die Universität Trier. Von Hause aus sind Sie Soziologe. Sie waren in der HfD-Themengruppe Governance der Vorsitzende. Sie sind auch Mitglied im Rat für Informationsinfrastrukturen und Sie sind Vertreter der HRK auf dem Digitalgipfel, früher mal IT-Gipfel. Und wir haben Jan-Philipp Schmidt, er ist Director für Learning Innovation am MIT Media Lab. Er bringt also sozusagen die Perspektive von Leuten, die es können, hier rein in die Digitalisierung. Sie lehren und forschen unter anderem zum Thema Learning Communities, ein ganz spannendes Thema, und sind Co-Gründer oder Mitgründer der Peer-to-Peer University. Und mit den Vieren möchte ich über das Thema diskutieren: Digitalisierung, ist das eigentlich Disruption oder ist das Evolution? Auch Sie sollen mitdiskutieren, das heißt, wir blenden hier gleich wieder Pigeonhole ein. Sie können also über denselben Kanal, in den Sie gerade eingewählt haben, Ihre Fragen stellen und wir werden Ihre Fragen in die Diskussion aufnehmen. Und der leere Stuhl dort ganz links, der steht da nicht nur, weil jemand nicht gekommen ist, wir sind alle da, wir sind vollzählig, sondern der steht da für Sie. Wir werden also in Kürze die Diskussion öffnen und wenn sich jemand von Ihnen berufen fühlt, und ich sehe einige Gesichter, die hier sich auf dem Podium ganz gut machen würden, dann dürfen Sie mitdiskutieren, dann kommen Sie einfach nach vorne, schnappen Sie sich ein Mikrofon und diskutieren Sie ein wenig mit. Ich werde Sie dann irgendwann auch wieder von der Bühne schmeißen, damit jemand anderes die Gelegenheit hat, zu uns zu stoßen. Aber zuerst mal beginnen wir mit dem Titel dieser Podiumsdiskussion: Digitalisierung, ist das eigentlich Evolution oder ist das Disruption? Disruption, darunter versteht man eine innovative Technologie oder zumindest irgendeine Innovation, die bestehende Produkte oder Dienstleistungen vollständig verdrängt. Und Evolution, darunter verstehen wir mehr so ein langsames Werden. Allerdings habe ich mir im Vorfeld so überlegt, der Neandertaler, der hat sich wahrscheinlich ziemlich disruptiert gefühlt, als wir dann irgendwann kamen. Der war nämlich dann auch weg. Das heißt, wir waren sozusagen die disruptive Technologie, die irgendwann dazu geführt hat, dass unsere Vorfahren dann nicht mehr da waren. Also von daher, vielleicht ist diese Dichotomie, dieser Gegensatz, den man da aufmacht, gar nicht so richtig. Ich möchte anfangen, Herr Jeckel, mit Zitaten aus Ihrem Beitrag in der Huffington Post. Da haben Sie den Herrn Peter Drucker zitiert, der gesagt hat, in 30 Jahren ist die herkömmliche Universität ein Relikt. Ich glaube, das ist einfach an und Sie werden gleich hochgezogen. Also in 30 Jahren ist die herkömmliche Universität ein Relikt. Im gleichen Artikel zitieren Sie aber auch einen Kollegen aus Stanford, der sagt, der Stanforder Campus in 2060, also noch viel weiter in der Zukunft, als der Herr Drucker das skizziert hat, wird im Großen und Ganzen so aussehen wie der Campus 2010. Meine Frage an Sie, steht die Uni Trier 2040 noch? Sie wird 2040 noch stehen. Und ich erzähle Ihnen jetzt mal eine disruptive Geschichte, nur ganz kurz, wenn das überhaupt disruptiv ist.
Don DeLillo, amerikanischer Schriftsteller, hat in seinem Erstlingswerk Americana eine Szene beschrieben. Da sitzt abends ein enttäuschter Werbefachmann mit seinem Freund am Lagerfeuer und fragt ihn, erzähl mir doch mal eine Geschichte. Jetzt lese ich Ihnen mal vor, wie die Geschichte losgeht. Sie handelt von einem weisen alten Heiligen der Olala Sioux und davon, was er mir einmal in einer Mondnacht gesagt hat. Er hat gesagt, alle neuen Universitäten würden nur noch aus einem kleinen Raum bestehen. Das würde folgendermaßen funktionieren. Zu Beginn eines jeden Semesters würde die gesamte Studentenschaft, die mindestens 500.000 betragen müsste, damit die Computer genug zu tun hätten, sie auf einem großen freien Platz vor einer Fernsehkamera versammeln. Sie würden auf Videoband aufgenommen. In einer getrennten Aktion würde man dann auch einzeln das Lehrpersonal auf Video aufnehmen. Anschließend würden die beiden Monitore in den einen Raum gestellt werden, der die Universität darstellt. Das System könnte schließlich so verfeinert werden, dass es im ganzen Land nur noch eine einzige Universität gäbe. Daraufhin war die Antwort desjenigen, der die Geschichte ertragen oder hören musste, ehrlich gesagt, ich glaube, Black Knife ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Also, die ganze Diskussion, die wir im Hochschulforum Digitalisierung geführt haben, ist vor 4, 5 Jahren von der MOOC-Debatte bestimmt worden. Obwohl wir heute kaum noch über die MOOCs reden, Herr Schmidt wird das bestätigen können, tut sich auf den Plattformen in den USA momentan Erstaunliches. Also Sie können das besser kommentieren als ich, aber ich sehe zumindest so eine Art Bandwagon-Effekt, dass plötzlich viele Universitäten auch auf Coursera präsent sind, auch bekannte Universitäten oder auch bei edX. Ich glaube jetzt nicht die Netzwerke im Einzelnen parat, aber Duke ist jetzt dabei, Berkeley ist dabei. Also viele renommierte Universitäten springen auf diesen Wagen auf und die Zahlen sind erstaunlich, die wir von dort registrieren. Aber in unserer Debatte, die wir heute hier führen oder auch im Dezember des vergangenen Jahres geführt haben, hat diese Entwicklung eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Also wir fragen uns momentan relativ wenig, welche Formen von Reputationsstrukturen entstehen außerhalb des herkömmlichen Campus, ohne dass wir das so wirklich registrieren. Im Grunde genommen geht es doch hier, wenn Sie jetzt 2040 sagen, langfristig um die Frage, wer bestimmt in Zukunft die Regeln der akademischen Bildung? Und wenn ich mir anschaue, was außerhalb der Universitäten mittlerweile schon stattfindet, welche Allianzen von Unternehmen und häufiger Fachhochschulen als Universitäten sich bilden, dann muss man das nicht als disruptiv empfinden, sondern man muss sich heute schon fragen, wie mache ich meinen Campus so kreativ, dass die Studierenden gar nicht auf die Idee kommen, dieses analog und digital als einen Gegensatz zu empfinden. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht, wie wir damals angefangen haben, also auch Ihre Frage ging ja in die Richtung, bin ich in 2040 noch da? Ja, der Kollege von Stanford war übrigens Hennessy, also der Präsident, den ich da zitiert habe. Also ich glaube nicht, dass wir solche dramatischen Entwicklungen erleben werden. Aber man darf jetzt nicht so in den Modus verfallen und sagen, okay, so substitutiv ist das Ganze wohl nicht. Also wir müssen wirklich kontinuierlich daran arbeiten, dass wir die Gelegenheitsstrukturen, die heute jeder haben will, flexibler Zugriff von verschiedenen Orten, auch unter Berücksichtigung verschiedener Zielgruppen, dass wir das ernst nehmen. Die Erststudierenden, ich glaube, die kommen noch gerne zu uns, aber das Lernen geht weiter und die Plattformen entwickeln sich mittlerweile mehr zu Karriereplattformen als zu Plattformen, die im Sinne eines lebenslangen Lernens verstanden werden müssen. Und diese Herausforderung, die muss man schon sehen und nicht einfach sagen, naja, okay, da sind halt 20 Millionen Nutzer weltweit, die das irgendwie interessiert, aber uns sollte es nicht interessieren. Ja? Also man muss die Ebenen auseinanderhalten, aber man muss selbst sich kontinuierlich modernisieren. Herr Schmidt, Sie sind gerade angesprochen worden. Wenn man so nach USA schaut, dann habe ich das Gefühl, die sind viel weiter als wir. Da geht es um Learning Analytics, Educational Data Mining, Big Data, da geht es um Micro-Degrees, da geht es um Chatbots oder Conversational Agents in der Lehre. Aber wenn man sich dann das MIT Media Lab anschaut, dann haben sie die 4 Ps. Und diese 4 Ps, das ist Project, Peers, Passion und Play. Da taucht die Technik überhaupt gar nicht auf.
Wo sind wir in Deutschland? Sie kennen beide Ökosysteme. Wo sind wir in Bezug auf die Digitalisierung, auf die Technik als Treiber der Digitalisierung? Aber auf der anderen Seite die Menschen, die hier im Raum sitzen, als diejenigen, die am Ende sie doch irgendwo umsetzen müssen. Ja, also es ist schön, dass wenn Sie nach Amerika gucken, das so aussieht, als ob die da weiter wären. Wenn ich nach Amerika gucke, jetzt nicht nur die Universität oder Hochschulen und Technologie an, dann habe ich das Gefühl, da ist viel Nachholbedarf in vielen Bereichen. Aber grundsätzlich, ich habe natürlich vorher mal überlegt, was ist anders in Amerika und hier? Und ich habe das Gefühl, es ist einfach nur alles extremer. Also es ist sowohl in einigen Bereichen voraus, aber zum Beispiel so die grundsätzlichen Probleme der Hochschullandschaft in Amerika sind wesentlich größer als in Deutschland. Also wir haben riesige Ungleichheitssituationen, wo wirklich nur eine ganz, ganz kleine Zahl von Menschen enorm gute Hochschulbildung bekommt und eine Riesenanzahl von Menschen sehr schlechte oder gar keine Hochschulbildung bekommt oder sich das nicht leisten kann. Also das ist immer so, man kann nicht nur auf die guten Sachen gucken oder dass da so viel Geld fließt in Technologie, wenn man nicht auch auf die anderen Sachen guckt. Aber es ist natürlich richtig, dass da, was Technologie angeht, das schon etwas schneller vorangeht und dass wir auch jetzt langsam so ein paar Sachen erkennen können, die vielleicht unerwartet sind, aber vielleicht auch für die amerikanischen Hochschulen unerwartet. Also speziell jetzt diese Plattformen, die Sie da erwähnt haben, finde ich jetzt drei Sachen, die da passieren, von denen ich zwei interessant finde. Das erste, was ich nicht interessant finde, die schwingen alle auf Corporate Learning um. Also das ganze Geschäftsmodell von edX und Coursera und so weiter ist alles Corporate Learning. Da lässt sich viel mehr Geld mit verdienen, die orientieren sich da komplett von der Hochschulbildung weg in diesen Bereich Unternehmensbildung. Aber die zwei Sachen, die ich sehr interessant finde, ist, die fangen jetzt an, komplette Studiengänge anzubieten, also auch mit Abschluss, oft mit Partnern, aber das hatte man vorher so nicht erwartet. Ich glaube, die Unis, die da mitgemacht haben, haben das auch nicht erwartet, dass die so schnell Konkurrenten werden. Und dann drittens, edX hat was angefangen, das nennt sich Micromasters vor ein paar Jahren. Und das war eigentlich, das wird jetzt groß auf die Fahne geschrieben dabei, edX, dass das so eine große Innovation war, das war eigentlich ein Zufall. Also bei MIT gab es ein paar Leute, die haben Supply Chain Management Kurse angeboten, was jetzt nicht normalerweise eine riesen Nachfrage hat. Und die hatten 5 Kurse, die haben sie relativ schnell entwickelt und haben gesagt, okay, wenn jemand diese 5 Kurse macht, dann geben wir dem einen sogenannten Micromasters. Das ist aber kein wirkliches, also es ist kein Credit in dem Sinne. Das kann man nicht an der Uni einsetzen. Und die haben das aber geschafft, MIT zu überzeugen. Wenn jemand diesen Micromaster hat, dann kann der zu MIT kommen und kann seinen Masters schneller fertig machen. Und bei Studiengebühren von $50,000, da ist dann 3 Monate oder 6 Monate Verkürzung schon richtig Geld. Und das Lustige ist aber, also erstmal haben die unheimlichen Zulauf gehabt, 170.000 Leute haben diese 5 Kurse fertig gemacht, also es ist dann auch lukrativ, aber was viel interessanter ist, 4 andere Universitäten sind dann aufgetaucht und haben gesagt, wenn ihr den Micromasters von MIT macht über edX, könnt ihr bei uns euren Master schneller fertig studieren und wir erlassen euch die Hälfte der Studiengebühren. Und jetzt hat MIT dieses tolle Problem, dass die Studenten diese MIT-Kurse belegen und dann woanders ihren Masters fertig machen. Und für MIT ist das kein Problem. Aber ich glaube, wo ich vielleicht ein bisschen pessimistischer bin, und ich bin großer Fan der Hochschule, aber ich glaube, da wird sich doch mehr verändern und speziell in Amerika viele Institutionen werden verschwinden. Frau Groß, also wenn wir das so hören, dann habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland offenbar vielleicht doch nicht so weit zurück sind. Das heißt, die HRK liegt ganz richtig, wenn sie in ihrer HRK Nexus Publikation Impulse im letzten Jahr eigentlich so die Trends aufnimmt, die wir in Deutschland im Augenblick sehen. Blended Learning, E-Assessments, E-Prüfungen, Kollaboration, das Redesign von Lernszenarien hin zur Digitalisierung. Und Herr Jeckel hat es vorhin angesprochen, es ist doch oft ein großer Zeitschritt zwischen dem ersten Aufkommen neuer Technologien und dem Punkt, wo sie sich dann wirklich generalisieren und komplett zum Beispiel durch die Hochschule gehen. Wenn ich das jetzt aber gerade so höre, sehen Sie die Gefahr, dass Evolution am Ende doch nicht reicht? Sind wir doch auf einem Weg,
dahin, dass wir die Evolution noch so ein bisschen beschleunigen müssen? Ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, ich bin der Meinung ganz klar, disruptiv ist die Digitalisierung auf keinen Fall in der Lehre. Und ich stehe auch nicht ganz hinter dem Begriff Evolution. Als Biologin sehe ich das natürlich ganz anders. Für mich ist sind die Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung im Hochschulwesen, aber jetzt speziell, das ist ja der Punkt hier in der Lehre, eher eine Weiterentwicklung, eine Erweiterung dessen, was im Laufe der auch Jahrhunderte immer gewesen ist. Also Lehre an einer Universität zu Gründungszeiten war, die Bücher wurden vorgelesen, weil nicht jeder sich ein Buch hat leisten können. Es gab es nicht und wir sind eben mittlerweile weiter. Und das ist das, was wichtig ist und das ist auch das, was die HAK betreibt. Die Hochschulen einmal in eine Awareness zu bringen, dass Digitalisierung in der Lehre, also ich möchte das ganz explizit betonen, nicht Digitalisierung der Lehre, sondern Digitalisierung in der Lehre, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir die Hochschulen befähigen, sich dort weiterzuentwickeln, um eben hier natürlich die jungen Menschen auch abzuholen. Wir werden es nicht, also es wird nicht Ziel von uns Hochschulen sein, sind es Universitäten, Fachhochschulen oder künstliche Hochschulen, die Interaktion zwischen den Studierenden und die Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden runter zu raten. Das wird immer für die Mehrheit der jungen Menschen wesentlich sein. Natürlich wird es solche Fälle geben, wie Sie das sagen, das kenne ich auch aus meiner Hochschule, die ganz virtuell, also online studieren und das auch sehr erfolgreich machen. Aber das wird nicht die Masse sein. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil nur rezeptiv etwas zu machen und keine Interaktion mit anderen Roommates oder Classmates zu haben, durchaus auch virtuell, wird sie nicht im Denken und in der Weiterentwicklung voranbringen. Denn ich glaube, dass wir nicht nur was lernen und immer mehr aufnehmen, sondern die jungen Menschen müssen lernen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das kann man nach meiner Ansicht nur im Diskurs und nicht nur, indem ich im stillen Kämmerlein für mich etwas weiterentwickle. Also das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Punkt. Evolution, vielleicht müsste man einen anderen Begriff aus der Biologie nehmen, wenn man Reaktionen im zellbiologischen oder chemischen Sinne betrachtet, dann braucht es ja immer einen Enhancer, also Enzyme, wie man so schön sagt, um etwas zu beschleunigen, was in der normalen Thermodynamik nicht funktionieren wird. Und vielleicht ist das eher der Punkt, dass wir sagen, wir müssen Dinge hinzugeben, damit eine Entwicklung beschleunigt wird oder verbessert wird. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Evolution alleine dem Geschehen zu überlassen, wie was kommt denn dort und was setzt sich durch, dem Zufall zu überlassen, ist, glaube ich, auch nicht der Sinn von Hochschullehrer. Also von daher, wir müssen Incentives setzen für die Hochschulen, Incentives für die Lehrenden und wir müssen, und das macht das Hochschulforum Digitalisierung ganz perfekt, gute Beispiele von schon praktizierter digitaler Lehre vorstellen und mit anderen teilen, damit eben nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Frau Fries, Sie sind mehrfach angesprochen worden als Vertreterin Ihrer Art sozusagen. Die Studierenden sind ja letzten Endes dann doch die Empfänger dieser Digitalisierung. Wir wissen aus einer Studie des Hochschulforums die Digitalisierung, dass Studierende eher nicht als Forderer, als Treiber auftreten, sondern dass Studierende oftmals auch eher das nehmen, was da ist. Was kommt bei Ihnen an von der Digitalisierung? Wie haben Sie Digitalisierung in Ihrem Studium erlebt? Und sehen Sie jetzt schon Unterschiede in Kopenhagen? Natürlich, glaube ich, ist es von Uni zu Uni unterschiedlich. Also ich habe meinen Bachelor am Bodensee gehabt, eine sehr kleine Universität, die aber, glaube ich, digital auch schon ganz gut aufgestellt ist, wenn man bedenkt, mit Intranet-Lösungen und weiteren Drive-Lösungen, glaube ich, kommt es aber auch immer auf jeden Studierenden selber an. Also ich hatte eine Study Group, wo wir eine eigene Homepage für uns entwickelt haben, wo wir eben für uns selber individuell
ja, Materialien hochgeladen haben, um dann ganz speziell für die Prüfung am Ende gut, perfekt vorbereitet zu sein. Aber ich glaube, das kommt auf jeden Studierenden selbst drauf an, was er damit macht. Und natürlich müssten wir als Studierende auch irgendwie unsere Stimme erheben, wenn wir sagen, wir finden, die Vorlesung ist vielleicht nicht digital oder nicht zu modern genug, dass man eben zu dem Dozenten, aber auch zu dem Professor geht und sagt, probieren Sie doch das mal aus oder wir probieren es zusammen aus. Weil ich glaube, es muss ein Zusammenspiel sein zwischen Studierenden, der Lehre, der Hochschule und Dozenten. Weil natürlich ist es für viele Dozenten vielleicht auch komplettes Neuland, aber es ist für uns Studierende oft auch manchmal Neuland. Und jetzt um die Frage, wie ich das in Kopenhagen erlebe. Das skandinavische Bildungssystem ist natürlich ein bisschen anders, also auch nicht so anders wie in Deutschland, aber man merkt einfach, dass mehr Mittel vorhanden sind. Und dort wird aber jetzt auch nicht alles digitalisiert. Also dort wird auch sehr viel immer noch auf diesen Faktor Mensch sehr viel Rücksicht genommen, dass man eben Präsenzvorlesungen hat. Heute zum Beispiel bin ich jetzt zwar hier, hätte auch eine Vorlesung gehabt, die jetzt aber online aufgezeichnet wurde. Also später, wenn ich nach Hause fahre oder fliege, kann ich mir die dann sozusagen nochmal online anschauen, was eine super Sache ist, weil man einfach viel flexibler das Studium gestalten kann, individualisierter und 24/7 eigentlich studieren kann. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, dass jeder Student ja, selber individuell das Studium gestalten kann mit den Mitteln, die eben die Hochschule jetzt schon zur Verfügung hat. Und ich glaube, dass es auch immer besser wird, also dass wir immer besser werden in der Digitalisierung. Besser werden in der Digitalisierung, das bringt mich auf ein Stichwort, das ich gleich mit Herrn Schmidt besprechen möchte. Vorher aber der Hinweis, wir haben den Stuhl dort und wenn Sie sich berufen fühlen, Ihren Beitrag zu unserer Diskussion direkt hier am Mikrofon zu leisten, dann kommen Sie gerne nach vorne, vielleicht geben Sie mir ein kurzes Handzeichen und kommen Sie einfach hier nach vorne, setzen sich dazu. Ich weiß, dass der Erste immer der Schwierigste ist, deswegen schaue ich einige Menschen hier im Raum an, die sich gerne hier vorne zu uns gesellen können und mitdiskutieren können. Sie tun das auch schon fleißig über unser Pigeonhole-System. Da ist die Frage zu den Lehrenden gestellt und deswegen möchte ich die Diskussion ein wenig schärfen hin zu den Lehrenden. Herr Schmidt, wo steht denn der Lehrende in diesen immer stärker technisierten Lehrszenarien? Da ist die Frage vom Drohszenario Disruption, vor dem wir Lehrende uns vielleicht sehen, das aber auch eher irgendwie politisch eingesetzt wird. Da ist die Frage nach der Einsparung durch Digitalisierung. Wo steht der Lehrende? Wo stehen wir, wenn Sie sich die Szenarien anschauen, die Sie im MIT Media Lab entwickeln? Ich möchte vorher noch mal kurz was zu Evolution und Disruption sagen. Also Disruption finde ich ist so ein Wort, das ist komplett überbenutzt und ein Klischee mittlerweile. Aber Evolution, ich würde mir mehr Evolution wünschen, aber vielleicht dann auch eher im biologischen Sinne, dass das eben ein ständiges Experimentieren und Ausprobieren ist, wo es 1000 verschiedene Lösungen gibt und wo dann auch nur einige dieser Lösungen überleben. Aber was ich... Was mir Sorgen macht, ist, dass wir im Hochschulbereich relativ wenig Evolution sehen. Also wir sehen nicht ein ständiges Ausprobieren neuer Lösungen, sondern selbst im Einsatz der Digitalisierung, Sie haben das ja gerade gesagt, Sie können dann die Vorlesung auf Ihrem Telefon schauen im Flugzeug. Das ist natürlich toll. Aber die Tatsache, dass das so der Stand ist, dass immer noch jemand vorne steht und einen Vortrag hält für eine Stunde, da würde ich viel lieber an das Gespräch vom Barcamp anknüpfen über das Bildungsverständnis, was durch Digitalisierung ermöglicht wird. Weil ich glaube, wir müssen da viel weiter hinausdenken über den Experten, der da vorne steht, der einen Vortrag hält, den digitalisieren wir jetzt und dann gucken wir uns das auf Telefon an. Das ist noch nicht genug und dann denke ich, gibt es auch die Gefahr, dass Disruption passiert und eben nicht von den Menschen kommt, die wir jetzt, von denen wir das vielleicht gerne hätten, sondern eben von den Silicon Valley Startups und so weiter. Also ich würde gerne viel mehr Evolution aus den deutschen Hochschulen sehen. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial. Und um Ihre Frage zu beantworten, die Rolle der Lehrenden ist da absolut zentral. Also die werden da überhaupt nicht zur Seite geschoben, die werden nicht weniger wichtig, die werden eher wichtiger, weil man braucht ja in dieser Menge von Informationen
und Content auch Möglichkeiten, sich zu orientieren. Da kommen natürlich auch andere Führungspersönlichkeiten mit ins Spiel, aber das ist doch genau das, was ich möchte von einem Lehrenden, dass die Person mir zeigt, wo der Weg hingehen könnte, dass die sehen, wo ich vielleicht Probleme habe und die mir da helfen. Und das ist sowohl eine tolle Herausforderung, aber auch eine sehr wichtige Rolle, die ich da sehe. Herr Jeckel, was machen Sie denn mit Lehrenden bei sich an der Hochschule, die sagen, wie Frau Groß das vorhin so ein bisschen skizziert hat, die sagen, Mensch, also ja, Digitalisierung habe ich jetzt nicht so Lust drauf, ich mache es einfach genauso weiter wie bisher. Ja gut, zunächst müssen Sie das mal akzeptieren, weil das gehört zu dem weiten Bereich der Freiheit von Forschung und Lehre. Aber wenn Sie das schon ansprechen, die Kollegen, also wir haben jetzt in jüngerer Zeit mehrere Fachdidaktikprofessuren neu eingerichtet. Und das sind in der Regel, klar, jüngere Männer oder Frauen, die diesen Ruf erhalten. Und die kommen schon mit einer ganz anderen Vorstellung an die Universität als viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht diese etwas extreme Haltung an den Tag legen. Denn so in dieser sehr deutlichen Form habe ich das persönlich jetzt auch noch nicht erlebt. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das, was der Don DeLeo, was ich Ihnen da eben vorgelesen habe, das hat er in den 70er Jahren geschrieben. Ja? Also das ist schon lange her. Und in den 70er Jahren, wissen Sie, was da noch der typische Modus des Studenten war, wenn der an die Universität kam? Also der Uwe Schiemann hat das mal wunderschön beschrieben in einer Bologna-Kritik. Der hat gesagt, ich wollte den Prof da vorne überhaupt nicht verstehen. Das gehörte zur Wissenschaft dazu, dass ich den erstmal nicht verstehe, was der mir da vorne erklärt. Mit der Haltung können Sie natürlich im Jahr 2017 unmöglich noch in eine Qualitätspakt Lehre oder was auch immer hineingehen. Ja, also da hat sich schon vieles verändert, was Steffen Mau, Ihr bekannter Kollege hier aus Berlin, in seinem jetzt jüngst erschienenen Buch ja mit dem metrischen Wir beschrieben haben. Also dass wir in vielen Bereichen dazu übergehen, die Leistungen zu quantifizieren. Egal, ob der analog oder digital unterwegs ist, er muss sich heute gefallen lassen, dass er regelmäßig bewertet wird oder beurteilt wird. Und das ist schon eine deutliche Veränderung, die wir spüren. Und als ich den Begriff Modernisierung verwandte, fragte irgendjemand, ist das genug? Also eigentlich über diesen Generationenwechsel, findet diese Modernisierung der Universität statt, und zwar im Sinne von guter Lehre, nicht im Sinne von digitaler Lehre. Das war übrigens eine der Stichworte auf der anderen Folie, die Sie in der ersten Runde gezeigt haben. Und in die Richtung muss man weitergehen, und wir haben jetzt in Rheinland-Pfalz den Vorschlag gemacht, dass man uns in die Lage versetzen soll, in bestimmten, sagen wir mal, digitalisierungsnahen Bereichen bestimmte Professuren schon jetzt, ähnlich wie im Tenure-Track-Programm von Frau Wanka, aber jetzt nicht im Sinne einer W1, W2, W3-Geschichte, sondern schon im Vorgriff früher zu besetzen, um bestimmte Entwicklungen jetzt schon anstoßen zu können, die normalerweise dann in diesem Fach erst, jetzt greife ich nochmal auf Ihren Anfang zurück, naja, der geht erst in 10 Jahren, jetzt müssen wir noch so lange warten, bis so ein etwas modernisiertes Programm der BWL oder was auch immer auf die Studierenden zukommt. Also da muss man auch von Seiten der Politik flexibler werden. Nur mache ich in den letzten Jahren die Erfahrung, dass wir sehr, sehr viele Papiere schreiben, die immer wieder entschärft werden, sobald man konkrete Vorschläge macht. Also da ist eigentlich der Quantensprung in der politischen Steuerung, der ist überfällig. Wir diskutieren jetzt auch hier im Hochschulforum schon seit vielen Jahren, aber die eigentlichen Initiativen bleiben nach wie vor relativ lokal. Also es gibt für mich nicht erkennbar große konzertierte Programme auf der föderalen Ebene. Das sehen Sie jetzt auch bei der Diskussion über das Schulprogramm, aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber ich glaube, das ist wichtig. Darüber kann man auch als Präsident, als Präsidium steuern. Und ich glaube, da sind auch die Bildungswissenschaften ein bisschen gefragt, die mir manchmal im Vergleich zu den Fachdidaktikern, die an die Universität kommen, in der Hinsicht doch noch einen konservativen Überschuss haben. Aber es muss natürlich immer passen. Ja? Es geht um gute Lehre und nicht per se um digitale. Frau Groß, Sie können direkt darauf eingehen. Allerdings, wo ich die Bildungswissenschaften gehört habe, Markus Daimann, wenn du als Erster hier den Platz belegen möchtest und für ein paar Minuten mitdiskutieren möchtest, dann darfst du das gerne tun. Fühl dich von mir eingeladen, den Open Seat zu belegen. Als Bildungswissenschaftler bist du gerade angesprochen worden, aber zuerst Frau Groß. Ja, ich möchte das gerne ergänzen.
an den Fachhochschulen haben wir diese Fachdidaktik nicht. Und dennoch sehen wir auch, dass bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn wir Angebote machen, was für Möglichkeiten der Digitalisierung der Lehre sehen Sie in Ihrem Fach, das sehr wohl aufgegriffen wird. Wir hatten natürlich das Glück, über den Stifterverband so ein Projekt an unserer Hochschule zu haben. Und es ist durch die ganze Hochschule gegangen. Und es ist nicht nur, Gott sei Dank, bei den jungen Kolleginnen und Kollegen angekommen. Und wichtig war, dass wir sagt, jedes Fach hat einen anderen Ansatz und soll was anderes ausprobieren, was Sie gesagt haben. Man muss verschiedene Sachen eben ausprobieren und es ist durchaus auch so, dass manches bei den Studierenden nicht ankommt, weil es nicht konventionell ist und weil es nicht einfach ist, sondern weil es eine Herausforderung ist. Und da die Kollegen zu ermutigen, am Ball zu bleiben, ist fast noch schwieriger, als sie überhaupt dazu zu bekommen. Also auch das eine Herausforderung für Hochschulleitungen. Frau Fries, bevor Sie, ich habe eine ganz, ganz spannende Frage an Sie, aber Markus Daimann, du musst jetzt erstmal auf die Frage der Beweglichkeit der Bildungswissenschaften eingehen, die Herr Jeckel angesprochen hat. Ja, danke für die Einladung, Malte, und auch danke für die Steilvorlage, Herr Jeckel. Ich freue mich auch, jetzt hier sitzen zu dürfen als Vertreter der Bildungswissenschaft, weil ich so das Gefühl habe, meine Profession kommt so ein bisschen zu kurz in der ganzen Diskussion. Also ich und vielleicht die Kollegin Kerstin Meyerberger aus Hamburg, wir sind so, also nehme ich es jedenfalls im Kontext vom HFD wahr, so ziemlich die Einzigen, die da so was machen oder versuchen, die Fahne hochzuhalten. Und was ich mir da wünschen würde, wäre auch für zukünftige Veranstaltungen vom HFD vielleicht mal so ein paar Professoren, eine Professorin einzuladen oder so eine explizit ich nehme jetzt das böse Wort, bildungswissenschaftliche oder bildungstheoretische Diskussion auch zu führen. Oder vielleicht auch mal, oder sich mal so den Stand der Forschung im Bereich Bildung. Du hast ja angesprochen, in Referenz auf meine Session, da haben wir ja auch vorhin im sonnendurchfluteten Innenhof drüber reflektiert, was Bildung überhaupt ist. Und das war für mich auch wirklich überwältigend, wie viel Resonanz da war und wie viel Diskussionsfreude da. Und deswegen können wir das vielleicht auch ein bisschen mal verstetigen und vielleicht auch mal sich, also man holt sich ja gerne ausgewiesene Experten heran, warum nicht auch mal aus dem Bereich Bildungswissenschaft, um da auch mal so, was ist denn aus Sicht der Theorie, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen abgehoben und nicht so abstrakt, aber es gibt ja durchaus Kolleginnen und Kollegen, die auch so ein bisschen mit Digitalisierung, also ohne mich jetzt da selber zu weit im Vordergrund zu spielen, ich muss da auch nicht die Keynote halten, aber fände es trotzdem gut, wenn man da mal sich so ein bisschen ein Update holen würde. Ich glaube, er möchte reagieren. Soll ich dann runter? Ja, natürlich. Ja, du, also der verdrängt dich jetzt hier vom Podium. Das darf er gerne machen. Ja, er darf dich verdrängen, außer natürlich, du möchtest noch ein bisschen bei euch bleiben. Du kannst das Mikro aber auch direkt einfach ins Publikum geben. Zum Oliver, dann kann er die Frage aus dem Publikum stellen. Also ich wollte nur einwerfen, wir haben ja beispielsweise wahrgenommen, dass die DGFE erstmalig, glaube ich, in ihrer Geschichte, die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, jetzt also so eine Art Expertenkolloquium, Symposium, Konferenz veranstaltet hat, mit einem Call for Paper. Ich habe mit dem Vorsitzenden, den ich im Übrigen selber auch ganz gut kenne, Kontakt aufgenommen und gefragt, ob wir da nicht so eine Podiumsdiskussion mal führen können. Das wurde mir so beschieden, ja, ist eine nette Idee, aber das macht der andere Kollege und das können wir so noch nicht beantworten. Ich will nur markieren, also ich glaube, unsere Offenheit ist da durchaus da. Mein Eindruck ist, und damit möchte ich dir nicht zu nahe treten, weil ich den Eindruck habe, du engagierst dich da sehr stark, du bist auch vergleichsweise singulär in dieser Zunft. Also das, mal so sehr pauschal gesagt, aber dass ich in der Tendenz sagen würde, die Bereitschaft für die klassische Erziehungswissenschaft, so wie ich sie kennengelernt habe, ist in der Hinsicht auch noch von einem Lernprozess, Bildungsprozess selber, sich vielleicht mit diesen neuen Möglichkeiten in einer Weise auseinanderzusetzen, die nicht unter dieser Überschrift läuft, das ist eine große Gefahr für uns und die Präsenz ist das Einzige, was uns rettet. Und diese, sage ich mal, konstruktive Form, was heißt das eigentlich jetzt, wenn wir die Chancen nutzen und wie können wir neue Modelle entwickeln und wie können wir das vielleicht auch beforschen? Also wenn du die da antreiben kannst und vielleicht auch dieser Termin in Berlin jetzt in einigen Wochen einen Diskurs hergibt, dann sind wir, glaube ich, die Letzten, die sagen würden, das interessiert uns nicht.
wollte das vielleicht nochmal mit den Bildungswissenschaften, das war jetzt ein bisschen pauschal, aber ich will das nochmal kurz erläutern, worum es da eigentlich geht. Also es gab schon nochmal eine kurze Exkurs in die Historie. Im Jahr 1964 hat der McLuhan schon gesagt, hat vergangenes Jahr in Hamburg kurz darüber gesprochen, dass die Lehrkanzel herkömmlicher Prägung in dem, was er das elektrische Zeitalter, also das, was wir jetzt das Internet nennen, genannt hat, der Vergangenheit angehört. Ja, das wäre einfach untypisch, dass man noch glauben könnte, in einer solchen Gesellschaft, die Zugriff auf viele Wissensbestände hat, dass es da eine Person gibt, die diesen Expertenstatus noch in besonderer Weise zelebrieren kann. Er müsste sich sozusagen umstellen auf vernetztes Lernen. Ja. Und was man heute mit sehr vielen, und Frau Meyerberger hat das ja auch in einem der Curriculum 4.0-Anträge, hat sie das ja auch beantragt, also was man heute schon, ohne gleich spielerisch oder auch übertrieben technikfreundlich zu wirken, innerhalb einer Vorlesung, innerhalb eines Seminars, anstelle der herkömmlichen Formen einsetzen kann, ist ja schon ein guter und auch ein Weg, wo man jetzt sozusagen das Analoge nicht Kiel holt, ja, sondern das bleibt ja weiter relevant. Nur man muss eben versuchen, die gute Mischung zu finden. Und vor allen Dingen kann man das, was mit dem Stichwort Mitmachmedien da immer wieder diskutiert wird, kann man die Studierenden da abholen, was sie eben gesagt haben. Also man kann sie stärker mit einbringen. Deswegen muss die Vorlesung nicht der Vergangenheit angehören. Es gibt nach wie vor gute, hervorragende Vorlesungen. Wenn die gut präsentiert sind, kann man da auch, wenn man es schafft, 90 Minuten zuhören. Ich kenne auch Kollegen, die sind umgestiegen auf 2x45. Auch das erlaubt unser System. Also man muss die Flexibilitäten einfach nutzen, die man hat. Und da sehe ich manchmal, dass noch sehr stark auf diesen klassischen Interaktionsgedanken Bezug genommen wird, der ja durch die Technik in diesem Falle gar nicht verloren geht, sondern unter Umständen sogar gesteigert werden kann. Malte, kann ich da einen kleinen Kommentar zu? Ja, finde ich sehr schön. Mein Chef hat mal gesagt, wir leben noch in einer Bildungswelt, wo die Studenten auf eine Karriere vorbereitet werden, wo sie am Ende alleine oben auf dem Berg sitzen mit einem HB-Bleistift in der Hand und alle Probleme selber lösen müssen können. Und die Realität ist aber, dass diese Welt nicht mehr existiert. Also, dass wir immer andere Menschen um uns herum haben, dass wir lernen müssen zu kollaborieren, dass wir immer diese Geräte in unserer Tasche haben, wo wir quasi Faktenwissen outsourcen können. Und das auch wieder in deiner Bar-Session, da war, fand ich sehr schön, der letzte Beitrag war von einer Mathematikerin, die ich jetzt auch nicht kannte, vielleicht ist sie auch noch da, und die hat gesagt, wir müssen doch eigentlich unsere Studierenden auf eine Welt vorbereiten, wo immer mehr von Computern gemacht wird, weil die sind einfach viel besser in vielen Sachen, aber die sind auch viel schlechter in anderen Sachen, wie Kreativität zum Beispiel, Empathie und so weiter, aber wir haben quasi unser Bildungssystem noch nicht umorientiert, und das sind auch Sachen, also diese 4 Ps hast du ja angesprochen vorhin, das hat eigentlich mit Technologie nichts mehr zu tun, und das sind eigentlich auch total alte bildungswissenschaftliche Ideen, hier von dem Fröbel, dem Kindergarten-Erfinder, der auch, man redet immer von Humboldt, ich finde eigentlich, der Erfinder des Kindergartens, das ist vielleicht auch eine ganz gute Inspiration. Frau Fries, also wir haben jetzt in der Diskussion ein paar Mal das Wort ausprobieren gehört. Herr Daimann hat von Theorien gesprochen, die man erstmal so kondensieren muss, dass sie in irgendwelche Lehrkonzepte münden können. Wir haben gesagt, dass wir Umorientierung brauchen. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man so die üblichen Buzzwords so mal Revue passieren lässt, die man so im Rahmen von Disruption und Innovation liest, dann steht da immer Kultur des Scheiterns, Fail fast. Und so. Was sagen Sie denn als Studentin, wenn sich der Lehrende nach einer Lehrveranstaltung hinstellt und sagt, sorry, das hat nicht funktioniert, die Prüfung ist jetzt scheiße gelaufen, ja, guck mal, wie ihr weitermacht. Ist das für Sie eine Perspektive, wo Sie sagen, ja, er hat es wenigstens mal ausprobiert? Oder wie ist das denn, also verbrennen wir da unter Umständen auch einzelne Studierende, die an nicht gelungenen Konzepten teilhaben mussten? Also zunächst glaube ich, dass es, wenn man eine Idee hat oder auch die Digitalisierung ist nicht oft, also sie ist da, sie ist real, und ich glaube, wir müssen da jetzt auch agieren. Aber ich glaube, wenn man eine Idee hat und auch Konzepte hat, ist es normal, dass es einen Prozess braucht, bis man die weiterentwickelt. Und ich glaube, die Hochschulen an sich müssen auch oder brauchen ja, ein Konzept oder auch ein gesichertes Konzept, was innovative Lehr- und Lernsysteme angeht, damit sie eben ihre Organisationsstrukturen dahingehend
verbessern können. Aber natürlich gibt es auf dem Weg Befürworter, aber auch Kritiker, denen man sich stellen muss. Und ich glaube, so ein kritischer Diskurs ist immer wichtig. Und klar, wenn ich jetzt eine Prüfung schreibe und dann vielleicht das Internet nicht funktioniert, dann ist es natürlich für uns Studierenden jetzt nicht so super und für den Lehrenden auch nicht, weil für beide am Ende mehr Mehrwert, mehr Aufwand wieder betrieben werden muss. Aber ich glaube, dass wir, ja, jetzt ist die Zeit, wo wir agieren müssen und dass wir nicht später reagieren müssen, wenn es vielleicht zu spät ist für den digitalen Prozess. Aber ich glaube, dass die Hochschulen an sich sich eine digitale Agenda zurechtlegen müssen, damit dieser Prozess ohne Scheitern gelingt. Und, aber ich glaube, dass es trotzdem super ist, wenn Hochschulen sich ausprobieren, wie kann man Digitalisierung in unserer Hochschule verwirklichen und da eben alle Stakeholdergruppen zusammenbringt und auch die Studierenden fragt, was wollt ihr eigentlich? Wie wollt ihr den Unterricht gestaltet haben, die Vorlesungen? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das heißt, wünschen Sie sich mehr Transparenz, dass wir Ihnen erklären, warum wir bestimmte Lehrmethoden einsetzen, warum wir bestimmte Formate benutzen, warum wir bestimmte digitale Medien in unsere Veranstaltungen bringen? Also glauben Sie, dass das helfen würde, um einfach diesen Diskurs abzubilden und auch bei Studenten Verständnis dafür zu wecken, dass nicht alles beim ersten Mal gelingen kann? Ja, also ich glaube, Transparenz ist immer sehr gut und oft als Studierende, glaube ich, fühlt man sich gar nicht so angesprochen, weil oft, was in der Hochschulpolitik abläuft, kriegt man vielleicht gar nicht so mit. Also bei mir in der Universität hatten wir da zwar einen sehr, sehr guten Diskurs, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht repräsentativ für andere deutsche Universitäten und wir haben da relativ viel mit Hochschulleitung diskutieren können, wie verschiedene Prozesse aussehen können, aber ich glaube, Transparenz an sich ist immer sehr positiv und entwickelt ja auch irgendwie so einen gewissen Team-Spirit, sag ich jetzt mal, dass man die digitale Agenda vielleicht zusammen hinbekommt von studentischer Sicht und auch von der Hochschule an sich. Und das bringt am Ende ja beiden Seiten was. Also die Studierenden haben eben mehr Transparenz zu wissen, okay, warum haben wir jetzt diese Art von Vorlesung und für die Hochschulen kann das vielleicht auch sein, dass es engagiertere Studierende am Ende gibt, weil sie mit in den Prozess eingebracht wurden. Wir haben einen neuen Diskutanten, Herrn Christoph List. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und dann werfen Sie uns in die Runde. Christoph List, Uni Potsdam, aber Rechenzentrum, nicht lehrend im Moment und schon lange nicht mehr. Ich möchte auch ein bisschen provozieren hier. Ich meine, wenn man meint, 2060 würde eine Uni noch so aussehen wie heute. Die Digitalisierung, sagt man, verändert die Gesellschaft wie eine industrielle Revolution. Und selbst bei dem Beharrungsvermögen, das die Universitäten an den Tag legen, kann es doch nicht sein, dass die noch so aussehen in 20 Jahren wie heute und dass wir noch das Gleiche tun wie heute. Und da hängen auch Geschäftsmodelle dran, das sieht man in der Weiterbildung. Wir werden, wenn 30% der Arbeitsplätze wegfallen in den nächsten 15 Jahren, wie manche behaupten, wird man einen anderen Zustrom an die Unis kriegen. Wenn wir es wieder so handeln wie mit dem Bachelor, einfach nur so weitermachen und irgendwie halt die Massen da durchschaufeln, dann haben wir die Digitalisierung aber überhaupt nicht genutzt. Das ist mal ganz sicher. Ja. Ja. Also gut, das, ich weiß nicht, ob Sie das Hennessy-Zitat Bezug nehmen bei dem, was Sie... Also ich sehe schon, wenn Sie an Hochschulen oder Universitäten gehen, es geschieht schon eine ganze Menge, auch wenn Sie eine Vorlesung in der klassischen Archäologie heute mit einer Vorlesung vor 20 Jahren vergleichen, dazwischen liegen Welten. Ja? Also man muss einfach auch mal sehen, dass viele Elemente der Digitalisierung in die Präsentation des Stoffes ja schon längst eingeflossen sind. Ja? Und das, was Sie eben mit den Klausuren genannt haben, auch das ist ja eigentlich eines der Erfolgsmodelle im Bereich der Organisationskomponente des Digitalen, dass wir auch in Disziplinen, die sich das vorher nicht haben vorstellen können, zum Beispiel in der Psychologie mittlerweile sehr viele E-Klausuren geschrieben werden. Wir verändern uns ja schon dauernd. Wir haben natürlich ein anderes System und einen anderen Hintergrund als in den Vereinigten Staaten. Insofern glaube ich schon, dass da einige, weil ihnen die Gebühren wegbrechen, einfach nicht mehr in der Lage sein werden, insbesondere die kleineren Colleges dann auch mitzuhalten. Aber solange wir in Deutschland das Finanzierungssystem haben, das wir gegenwärtig haben, müssen wir über diese Thematik im Bereich der öffentlichen und staatlichen Hochschulen anders nachdenken. Und da glaube ich schon, dass vieles unterwegs ist und dass das Hochschulforum auch ein wichtiger Impulsgeber ist.
Aber man ist immer wieder erstaunt, auch jetzt vor kurzem an einer Fachhochschule in Rheinland-Pfalz, dass sogar in einem Studiengang wie soziale Arbeit teilweise Studiengänge fast komplett online für bestimmte Zielgruppen angeboten werden. Also man muss schon immer genau hinschauen, was es schon gibt, bevor wir da jetzt zu pauschal schon wieder den Untergang vor uns sehen. Es werden an vielen Stellen momentan die Weichen gestellt. Ich habe eben schon gesagt, Politik ist mir in diesem Bereich viel zu langsam. Und wenn es da mehr Experimentierbereitschaft gäbe, wären wir vielleicht auch schon ein Stück weiter. Das heißt, das beantwortet eigentlich die am häufigsten bevotete Frage, nämlich ob wir Gefahr laufen, uns von Geschäftsmodellen aus dem Silicon Valley praktisch eingraben zu lassen. Das haben Sie eigentlich gerade beantwortet. Nein, laufen wir nicht alleine deshalb, weil bei uns eine völlig andere Finanzierungsstruktur in den Universitäten herrscht. Es kommt letztlich darauf an, wie es um die Zahlungsbereitschaft generell bestellt ist. Also Sie können natürlich haben wir private Akademien als Konkurrenten mittlerweile, die auch interessante Angebote machen. Und ich sage ja nicht, dass der Kollege da völlig falsch liegt. Natürlich muss man das als ein ernstes Problem betrachten. Was ist denn, wenn der Hochschulpakt nicht verlängert wird oder die Mittel nicht verstetigt werden? Wie finanzieren wir uns denn dann in den nächsten Jahren? Ja, dann haben wir zwar keinen Gebührenausfall im Sinne von privaten Gebühren, aber wir haben trotzdem ein Loch in unserem Haushalt. Also insofern bin ich da schon bei ihm, nur ich sehe das nicht so dramatisch, weil ich durchaus auch in den neuen Generationen da interessante Impulse sehe, sich zum Beispiel über Lehr-Lern-Labore jetzt im Schulbereich zum Beispiel enger mit den Schulen zu verzahnen. Da kann man experimentieren, wenn es gut funktioniert, wird es eingeführt. Wenn nicht, ist man auch Mann oder Frau genug zu sagen, nee, das taugt nicht, das können wir in der klassischen Art und Weise fortführen. Ich glaube, ich möchte noch mal ein bisschen höher provozieren. Ich denke, wenn in einer Zeit, wo bedingungsloses Grundeinkommen von der Utopie zu irgendwas, was ernsthaft diskutiert wird, mutiert, werden doch die Bildungsansprüche von sehr vielen Leuten sehr viel anders aussehen. Ich glaube nicht, dass wir mit dem klassischen Uni, mit dem jetzigen Uni-Prinzip durchkommen. Vielleicht haben Sie es vorher ein bisschen angedeutet, vielleicht muss man ganz weit zurückgehen, was eine Universität mal war, wie man hinkam und sich ausprobiert hat, einfach genug Zeit dort verbracht hat, bis man gedacht hat, man ist gebildet. Und dieses ganze Kurssystem so nicht mehr ist. Und ob die Digitalisierung nicht die Chancen bietet, eine ganz andere Uni zu denken, als die bisher ist. Und weil wir es vielleicht auch müssen, weil wir sonst weggespült werden durch andere Leute, die andere Bildungsangebote machen, für eine ganz andere Zeit, in die wir vielleicht in 15 oder 20 Jahren rutschen. Das müssten Sie jetzt schon ein bisschen konkreter machen. Also das ist mir zu allgemein. Also was schwimmt da weg? Was muss in einem Ingenieurstudium heute signifikant anders gemacht werden mit Digitalisierung, damit die Generation, die das mal studieren möchte, nicht die Entscheidung trifft, an die Universität zu gehen, sondern irgendwo anders hin? Also wo sind da die qualitativen Herausforderungen? Das muss man mal ein bisschen konkreter benennen. Da habe ich eine gute Story, aber jetzt nicht unbedingt, um zu sagen, dass ich hundertprozentig auf der Seite sitze, aber schon auch ein bisschen in die Seite zu drücken. Die Olin Foundation in Amerika, die hat vor vielen Jahren mal einen Studienauftrag gegeben bei den besten ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten in den Vereinigten Staaten. Carnegie Mellon, MIT, Stanford und so weiter. Wie sollte die Ingenieursausbildung der Zukunft aussehen? Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben eine tolle Studie geschrieben, projektbasiert, in kleinen Teams, interdisziplinär, an wirklichen Problemen, auch wirkliche Prototypen bauen. Also nicht nur am Zeichenbrett damals, sondern wirklich, da wird die Brücke dann auch gebaut und wenn die zusammenklappt, dann klappt die zusammen und so weiter. Ja, und am Ende hat die Olin Foundation dann gesagt, fantastischer Report, wie viel Geld braucht ihr, um das zu machen? Und da haben alle diese Unis gesagt, nee, das kriegen wir nie durch mit unseren Professoren und so weiter. Und dann hat die Olin Foundation eine eigene Universität gegründet. Also ich finde, es ist ein bisschen zu leicht zu sagen, wir machen schon, wir drehen schon, es gibt Verbesserungen. Ich finde, manchmal müsste man dann den Schritt auch zurück tun und sagen, vielleicht wäre mal was ganz anderes nötig. Und diese Olin-Universität, die ist in der Nähe vom MIT, das ist mittlerweile die beste FIDA-Uni in unser Masters-Programm, weil die Studenten kommen daraus mit Kreativität, die haben so eine Art Selbstbewusstsein, die können auch kommunizieren, die können zusammenarbeiten, die stellen interessante Fragen und so. Das sind so Fähigkeiten, die nicht unbedingt haben, wenn die aus dem anderen, selbst unsere eigenen MIT
PhD-Studenten zum Teil, die nicht haben, wenn die aus einem klassischeren Modell kommen. Das heißt, ich stimme nicht ganz überein mit Ihnen, aber ich finde es eine gute Provokation, dass wir mal sagen, und speziell in Deutschland, weil, wo wir ja diese wahnsinnige Möglichkeit haben, also ich bin großer Fan von Steuerbeiträgen, die in die Bildung fließen, hundertprozentig. Aber wir müssen dann auch die Möglichkeit wahrnehmen, damit zu experimentieren und nicht sagen, da in Silicon Valley, da sind diese komischen Geschäftsmodelle, da haben wir nichts mit zu tun, wir haben das schon immer so gemacht, wir machen das weiter, wir haben ja auch keine Geldsorgen. Das ist dann auch gefährlich. Und, aber ich will jetzt nicht sagen, dass Sie da sind. Also ich denke, auf der Bühne hier sind wir uns viel näher, als das jetzt vielleicht scheint. Aber grundsätzlich ist die Gefahr da, dass man sagt, keine Veränderung. Also ich möchte doch auch Herrn Jeckel unterstützen, dass wir in den Hochschulen schon seit, allein aus dem Grund, dass der Konkurrenzdruck, Studierende zu gewinnen für uns Hochschulen, egal jetzt welcher Couleur, immer stärker wird, wird genau auf das gesetzt, was in, sagen wir mal, Ingenieurstudiengängen, Naturwissenschaftenstudiengängen wichtig ist, dieses projektorientierte Lernen. Und das ist etwas, wo wir als Hochschulleitungen natürlich auch unsere Lehrenden unterstützen müssen, weil wenn man als Prof berufen wird, dann hat man das nicht gelernt vorher, nicht? Das heißt also, das ist eine Herausforderung für Hochschulleitungen, dieses auch zu tun, zu unterstützen, damit die Lehren dazu befähigt werden. Aber der Druck über doch auch einen ökonomischen Weg ist durchaus groß und das hilft auch Lehrende zu bewegen, sich zu bewegen. Vielleicht als Ergänzung. Das bringt uns, glaube ich, zu einer Frage, die mit der Förderung innovationsfreudiger Ansätze zu tun hat, die für mich aber auch ganz viel damit zu tun hat, welche Supportstrukturen haben wir eigentlich für Lehrende? Das heißt, wie kommt der Lehrende, also ich hab mir die Umfrage, die wir unter den Teilnehmern hier im Vorfeld durchgeführt haben, intensiv durchgeschaut und einer der Punkte, der immer wieder genannt wird, ist der Punkt, dass man eigentlich so wenig weiß über das, was andere Kollegen gemacht haben und dass man gar nicht wirklich weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Dass es so viele Ansätze gibt, so viele Ideen, so viele innovative Lehrkonzepte, so viele Möglichkeiten der Digitalisierung, dass viele Lehrende fordern, ich brauche mehr Support von meiner Hochschule, ich brauche mehr Schulung von meiner Hochschule. Was brauchen Lehrende und was können wir ihnen anbieten? Also diese Forderung nach Support ist absolut berechtigt und ich weiß, dass es in manchen Bundesländern, ich denke da jetzt an Baden-Württemberg, schon vor 25 Jahren, zumindest im Fachhochschulbereich, Möglichkeiten der didaktischen Weiterbildung gab. Wir haben das damals in Berlin versucht, auch einzuführen. Das ist immer wieder auch finanziell gestrichen worden. Jetzt im derzeitigen oder im neuen Hochschulvertrag haben wir es endlich durchgesetzt, dass gute Ansätze verstetigt werden, weil wir als Hochschulen ja nicht für jedes bisschen eine Fortbildung anbieten können, für jede verschiedene Fakultät, plus die Interaktion mit den anderen Lehrenden aus anderen Institutionen ist ja das, was bereichert. Und das muss in meinen Augen jedes Bundesland zur Verfügung stellen, zentral, dass es eben hochschuldidaktische Möglichkeiten gibt, in denen eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Hochschulen, zwischen den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen gibt, damit eben solche Innovationen und neue Ideen weitergegeben werden. Das ist wichtig und damit kommen wir auch wirklich weiter. Aber da sind die Länder auch gefordert, das also kontinuierlich zu unterstützen. Das ist wichtig. Frau Fries, wenn das... Darf ich kurz noch was ergänzen? Weil, also ich kann jetzt nicht über Ingenieurwissenschaften wirklich kompetent sprechen, weil die haben wir jetzt auch an unserer Universität ja eher geisteswissenschaftlich ausgerichtet nicht. Aber wir haben die Geowissenschaften. Wenn ich mir da die Studiengänge anschaue, also ob da jetzt digital drin ist oder nicht, ist jetzt erstmal nachrangig. Jedenfalls, was die machen von Anfang an, egal ob sie sich mit Wasser, mit Boden, mit Luft... mit Gesteinen beschäftigen, die sind ständig im Feld und arbeiten gleichzeitig mit sehr, sehr modernen Instrumentarien, Fernerkundungssystemen, die Drohnen fliegen durch die Gegend, irgendjemand muss wird diese Daten anschließend analysieren. Die Studierenden sind eigentlich von Anfang an in einem Prozess, die sitzen nicht von morgens bis abends in einem Hörsaal und hören sich an,
welche Bodenbeschaffenheit die Alpen haben und so weiter. Also das ist eigentlich mittlerweile ein nachrangiges Thema. Also wenn wir das Thema ernsthaft angehen, dann muss man das disziplinenspezifisch sich anschauen, wo das Sinn macht. Aber jetzt so pauschal zu sagen, die sind 2060 weg, also damit kann ich nichts anfangen. Frau Fries, jetzt hat Herr Jeckel gerade gesagt, dass sich auch das Studieren völlig verändert. Das heißt, nicht nur die Rolle der Lehrenden verändert sich, auch die Rolle der Studierenden verändert sich. Man sitzt nicht mehr im Hörsaal und hört sich das mal so an, dann macht man vielleicht einmal im Semester eine PowerPoint-Präsentation, sondern man ist irgendwie sehr viel mehr dabei, man arbeitet untereinander, man arbeitet mit den Lernenden zusammen. Müssen Sie da nicht auch anders geprüft werden? Haben Sie das Gefühl, dass die Art der Prüfung, die Sie in Ihrem Studium kennengelernt haben, repräsentativ ist für das, was Sie glauben, was später auf Sie zukommt? Puh, also ich muss sagen, ich habe eigentlich fast nur Hausarbeiten geschrieben und also jetzt an der Zeppelin-Uni und irgendwie mal ein paar PowerPoint-Präsentationen gehalten, was natürlich ganz gut ist, damit man die kommunikativen Skills erlernt. Ich gehe dann mal nach Skandinavien, dort habe ich 24-Hours Take-Home-Exams und andere Arten von Prüfungen, wie auch mündliche Prüfungen. Und ich glaube, natürlich ändert sich das Lernen auch für uns. Also ich glaube, man muss viel flexibler sein. Man muss viel mehr Eigenverantwortung an den Tag legen als Studierender im 21. Jahrhundert oder allgemein. Und es ist für viele Studierende kann das eine Chance sein, weil man sagen kann, okay, ich lerne sehr gerne sonntags abends um 10 Uhr und dann die ganze Nacht durch und muss dann nicht irgendwie präsent in der Vorlesung sitzen. Für andere Studierende ist es vielleicht zu viel Flexibilität, dass vielleicht nicht sogar eine Überforderung dann dadurch gegeben ist, dass sie keine Struktur mehr haben. Aber ich glaube zum Beispiel wird es, glaube ich, in der Zukunft viel darauf ankommen, wie man kommunikativ aufgestellt ist, wie beispielsweise auch eine emotionale Intelligenz ist oder auch eine Empathie. Alle Skills, die meiner Meinung nach man nicht durch digitale Strukturen lernen kann. Und deswegen glaube ich, muss da eine Hochschule ansetzen, dass man beispielsweise sagt, man macht eine Teampräsentation, dass man eben den Teamgedanken fördert, aber eben auch die Interaktion zwischen den Studierenden lernt. Weil ich glaube, klar, die Universität bildet schon uns für die oder soll uns für die Arbeitswelt ausbilden, die im Moment auch sehr digital oder eine digitale Transformation durchlebt. Und ich glaube, da müssen wir dann einfach auch ansetzen, was unterscheidet uns später von einer Maschine. Und ich glaube, das sind eben Skills wie eine Empathie, eine emotionale Intelligenz oder auch eine Kommunikation. Und die muss die Hochschule, glaube ich, in der Hinsicht abfragen, wenn man sagt, okay, man macht mal eine Case-Solution-Exam oder macht 48 Stunden, dass man sich mit einem Thema richtig gut auseinandersetzt und dort abgefragt wird, aber alles teambasiert. Also das erlebe ich jetzt in Skandinavien, das habe ich auch an meiner Uni am Bodensee erlebt, dass man sehr viel im Team macht. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch stärker sein, dass man diese soziale Interaktion, die eben in der digitalen Welt meiner Meinung nach dann irgendwie oder in dieser Online-Welt irgendwie abnimmt, ist, glaube ich, die soziale Interaktion ein ganz großes Thema, was in Zukunft irgendwie dann abgefragt werden sollte. Julia, du bist zu uns gestoßen. Ich studiere auch gerade im Master hier an der HU Psychologie und ich möchte eigentlich genau da eingreifen, was Isabel gerade erzählt hat. Was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, es wird sehr viel über Digitalisierung diskutiert, wobei für mich auch bei Prüfungen sich ganz stark die Frage stellt, mir ist es egal, ob ich die Multiple-Choice-Klausur analog schreibe oder ob ich sie klicke. Es geht für mich wirklich ganz stark um nötiges Umdenken des Lehrformats und eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube schon, dass die Aufgabe der Hochschulen in Zukunft sein muss, stärker Studierende in gewisser Weise auch als ihre Kunden anzusehen und zu schauen, was brauchen die Kunden letztendlich. Und ich glaube, was auch meine Erfahrung ist, Studierende, es wird oft gesagt, wir sind eigentlich nicht so motiviert, wir wollen uns nicht einbringen, aber ich habe das Gefühl, wir sind in so einem Lehrformat gefangen, was uns diese Möglichkeit eigentlich gar nicht gibt. Also dass sehr viel bei den Lehrenden der Gedanke ist, naja gut, wir fertigen das ab, wir lernen das, wir fragen das in der Multiple-Choice-Klausur ab, das auswendig gelernte Wissen, und das löst in mir ehrlich gesagt sehr viel Ärgernis aus, weil ich habe dann wirklich nicht die Motivation, mich zu engagieren.
im Gegensatz dazu, ich war auch in Schottland gewesen, ein halbes Jahr, und dort war das Format eine essaybasierte Klausur, wo man man muss über das ganze Semester sein eigenes Wissen erarbeiten, verschiedene Paper lesen und dann sein eigenes Statement dazu abgeben in dieser Klausur. Ich habe mich zum ersten Mal im ganzen Psychologiestudium wirklich intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt und auch selbst dazu recherchiert, einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, und plötzlich war die Motivation eigentlich von alleine da. Und die digitalen Mittel waren eigentlich ein Hilfsmittel dazu. Deshalb wäre für mich auch ganz stark wichtig, eben zu gucken, was für Lehrformate können wir eigentlich umsetzen, ob sie auch digital oder analog sind. Da möchte ich direkt dran anschließen. Du hattest vorhin mal gesagt, so, sollen wir da transparenter sein mit den Studierenden? Sollen wir denen mehr erklären? Ich würde da noch weitergehen. Wir sollten die fragen, was sie machen wollen, und dann können die uns erklären und die können transparenter sein. Also ich bin auch zu der Session heute Morgen oder auch im Barcamp, ich war bei zwei, von den Studenten gegangen, und die diskutieren das Thema Digitalisierung der Lehre genauso, mit genauso viel Expertise wie alle anderen Menschen hier. Also die diskutieren auch, wie finanzieren wir das, wie kriegen wir da die anderen Studenten mit ans Board, wie können wir unseren Präsidenten überzeugen. Also genau die gleichen Themen, die wir in allen anderen Sessions haben, das diskutieren die Studierenden untereinander auch, nur die haben den Vorteil, die kennen sich mit der Technologie wesentlich besser aus, in vielen Fällen. Man kann natürlich auch, das andere Problem ist, wir reden hier von den Studierenden und den Hochschulen und den, das ist immer ein Riesenspektrum, was es da gibt. Aber grundsätzlich finde ich so diese Idee, die Studierenden als Satelliten zu benutzen, die man mal so rausschickt ins All des digitalen Lernens. Man guckt mal, womit die so zurückkommen. Und dann kann man ja mal versuchen, neue Modelle gemeinsam entwickeln. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ich danke dir, Julia. Du hast mein Psychologiestudium beschrieben, als du vom Psychologiestudium in Deutschland gesprochen hast. Ich glaube, dass die Lehre in Deutschland eigentlich im Wesentlichen im Gegenstromprinzip funktionieren muss. Also ich glaube, es gibt Inhalte, bei denen wir nicht erwarten können, dass die Studierenden sich die selber einfach mal so erarbeiten. Dazu gibt es zu viele komplexe Inhaltsfelder. Ich denke aber, dass es eine gute Idee ist, mit den Studierenden gemeinsam Lehre zu machen und nicht für sie Lehre zu planen. Viele der Formate, die wir heute kennengelernt haben, laufen darauf hinaus. Und leider läuft es auch darauf hinaus, dass wir schon 2 Minuten hinter der Zeit sind. Deswegen danke ich meinen Diskutantinnen und Diskutanten für eine sehr angeregte Diskussion über Digitalisierung und vor allem darüber, wie wir Studierende und Lehrende zusammenbekommen bei der Digitalisierung. Und wir sehen uns hoffentlich in 2060 wieder hier. Vielen Dank, nochmal einen ganz herzlichen Applaus für unsere 5 Diskutantinnen.